Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Fallout 4 im Überlebensmodus. Der Drille haust ein legendärer Raider und da werden wir jetzt doch mal gerne mal reinspazieren, um ihm übelst die Fresse zu polieren. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Ich hoffe, ich kann ihn platt machen. Meine Granaten habe ich abgelegt und vergessen wieder reinzulegen, ne? Da war ja was. Ja, wie sieht's denn da? Ja, machen wir mal hier auf den hier. Können jetzt besser schleichen. 30% haben wir jetzt. Würdest du schlafen, wäre das noch ein wenig leichter. Ach, shit. Ja, ist gut. Findet sie und tötet sie. Hat das gerade die Leiche gesagt? Vergrößert den korrekten Bereich beim Knacken von Schlössern. Ja, nö. Ist ja nett und so, ne? Aber eigentlich wo ich's nicht. So, Kampflinte. Kaboom. Und hier sind Betten, da kann ich schlafen. Au. Wie? Was? Von wo? Da kommt ein einziger Schuss von der Seite und ich bin tot. Egal, ich habe just in der Sekunde gespeichert, also wir haben nichts an Fortschritt verloren. Aber wieso ist der Typ gerade gestorben? Ah, okay. Ich gebe zu, vielleicht war es doch nicht so schön. Ist bestimmt noch ein legendärer, pass auf. Was explodiert denn da alles, sag mal? Gut, dann ziehen wir uns wenigstens eine Kleinigkeit rein. Tja, selber schuld, wenn du mich schlagen musst, anstatt zu schießen. Oh, sicher. Er hat hier einfach einen Raketenwerfer dabei. Und schießt mit der Pistole. Mhm. Ist klar, Dude. Ist klar. Da schießt er einmal auf mich und ich verliere erstmal die Hälfte meines Lebens. Tja, du, ich kann warten. Ich kann warten. Die werden mich vergessen. Und so lange klaue ich dir ein Zeug. Wo ist der kleine Wichser hin? Tja, das werde ich dir nicht verraten. Jetzt habe ich auch Splittergranaten. Jetzt kannst du auch kommen. Ach, wie schön. Ich weiß, dass du hier bist. Werd dich finden. Scheiße. Hab sie wohl verjagt. Der ist gerade durch die Tür gegangen. Okay. Das ergibt auf jeden Fall viel Sinn. Das ist doch scheiße. Scheiße, was war das? Ich schleiche weiter durch die Gegend. Mir ist doch scheißegal. Beim letzten Mal war das ein ganz großer Fehler. Schau mal. Zack. Solange wir es nicht verkacken, ist doch alles in Ordnung, oder? Ich meine, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Irgendwie totale Zerstörung oder so haben wir eingestellt bei denen, ne? Irgendwie total krass. Gut, kein Wunder, dass sie uns dann angegriffen haben. Gucken wir uns gleich mal nach, was wir vorhin das letzte Mal eingestellt haben, und dann stellen wir was anderes ein. Hier, wenn ich eine Rüstung für Sicherheitsterminals finden würde.
Ich würde es anziehen. Wie schön. Turmsteuerung. Nur ein Geräusch. Was zum Teufel war das? Die Türme sollten ihn jetzt eigentlich angreifen, oder nicht? Oder er ist nicht mal in der Nähe von denen. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Okay, wir sollten ihn definitiv erstmal töten. Einheiten aktivieren. Oh, ich hab. Oh Gott. Aktivierung Protektron zu Diensten. Ihr greift mich jetzt aber nicht an, ne? Nichts. Bewahren sieht es verdammt nochmal danach aus. Fall einer Verletzung Ruhe. Ich schütze und diene. Sehr schön. Nein, das wollte ich jetzt nicht haben. Gut, dann tötet mal den Typen da oben. Würde mich freuen. Ich bedanke mich. Und so lange laufen wir erstmal weiter. Wir können ja später hochgehen. Oh. Gehen wir erstmal runter. Was ist das? Werkstatt? Achso, da geht's in einen anderen Raum rein. Gut, dann sollten wir zumindest hier alles klären. Die Roboter machen einfach einen Scheiß. Surprise? Fahrstuhl? Der Typ hin. Hä? Hoffentlich ist hier rechts lang. Bitte. Ja, lang. Ja, lang. Was ist denn der Typ? Kann doch einfach verschwinden. Ihre Vitalfunktionen. Ich glaube, er spricht mit der Leiche. Die Behinderung eines Strafverfolgungsroboters stellt eine Straftat dar. Fuck, jetzt steht er auf, ne? Die Roboter machen gar nichts. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritt. Geben Sie sich zu erkennen. Ja, 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 ja. Ja! Mir scheißegal, ob du den Roboter tötest. Mir wär's ganz recht. Oh, das sieht gut aus. Wie die ihn verprügeln. Der hat aber auch viele Leben. Nicht schlecht, ja, ich betrachte das Ganze. Komm. Dankeschön. Freut mich. Oh. Hat er sich erstmal ein Stimpack reingezogen? Nein, nicht. Nicht. Nein, nicht, nicht. Nein, 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 nein. Na, ich bin tot. Heilige! Ehrlich, er hat einfach beide. Er hat beide Bots fertig gemacht. Komm, ich schlaf dafür auch eine Runde mit dir. Alter. Und ich freue mich, dass die Bots ihn fertig machen. Der war stark. Der war ein bisschen zu stark.
Okay, wir haben einen neuen Revolver bekommen. Kriegen endlich mal neue Waffen hier, ey. Wird doch Zeit. .308er Munition. Aber hat auch 50 Schaden, ne? Genauso wie die beiden. Aber es bringt mir halt nichts. Er macht 50 Schaden, aber das sind meine anderen beiden Waffen doch wesentlich besser. Gerade auch beim Beinrammler ist schon ein bisschen besser. Naja, schade, aber wir haben eine neue Waffenart gefunden, die jetzt des Öfteren wahrscheinlich spawnen wird. Vielleicht sogar bei legendären Mobs. Wer weiß. Ja gut, jetzt haben wir den Schlüssel bekommen, wo wir sowieso einbrechen wollten. Wo führt uns das hier hin? Nach oben? Vermutlich, ne? Nach oben. Ja. Stopp. Wer ist da? Ich? Komm schon her, du Wichser! Schießt du jetzt auf mich? Bürger, Sie können nun wieder Ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. Nähern Sie sich und geben Sie sich. Ich glaube, die Bots sind böse, oder? Erkennen. Rechtschaffenen Bürgern wird kein Leid gesehen. Okay, man kann die auf jeden Fall kaputt machen. Dann laden wir auf jeden Fall. Okay, ab hier oben wird es gar nicht mehr so sicher. Achtung, Bürger, Sie können nun wieder Ihren normalen und nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne Suche. Wir bereiten kurz was vor. Haben wir Splitterminen? Haben wir nicht. Habe ich natürlich zurückgelassen. Fehlalarm, Kampfbereitschaft einstellen, töten. Töten, einer lebt noch. Achtung, der Flüchtling sollte als bewaffnet und gefährlich betrachtet werden. Na gut, das hat keinen Sinn. Aber weißt du was? Nicht toleriert. Ich find's nice, dass sie alle umgebracht hat für mich. Wäre cool, wenn da ein Legendärer dazwischen wäre. Würde mich freuen. Da! Wirf 10% des Nahkampfes zurück, ja. Super, ey, klasse. Kannst behalten, Alter, kannst behalten. Büroterminal. Naja. Sicherheitshalber, falls hier noch irgendwas rumwuselt. Wie schön. Sorry. Aber ich nehme dir gerne deine Sachen ab. Ach so. Cool. Ah, hallo Safe. Dich wollte ich doch. Ich habe so viele A-Klammern, diese Rüstung, die wir gefunden haben. Ich meine, ich kann sie jetzt kurz vom Knacken quasi umstellen. So, dass ich sie anhabe, aber nö. Das ist noch viel zu viel Aufwand. Bist du ein Impro-Gewehr? Ich glaube schon, ne? 45er. Ich hab keine Ahnung, was ist das? Ich nehm's einfach mal mit. Zur Not lasse ich's liegen beim nächsten Mal. Schauen wir es mal nach, was es ist. Ja, war ein Impro-Gewehr. 45er. Naja. Rückstoßdämpfung. Gut, wahrscheinlich sind wir für den Safe hergekommen, ne? Vermute ich jetzt mal.
Wir haben von nichts richtig viel Munition. Wir sind richtig arm dran. Mit richtig arm dran meine ich richtig arm dran. Ich trag... Wie? Undi, Vogel. Boit, 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 boit. Ich hör dich. Hey. Nimm doch mal erstmal den Schrott. Der wird bestimmt am meisten liegen. Wie immer eigentlich. Dann hatten wir, glaube ich, noch ein paar Waffen dabei, ne? Boah, hier, da und da. Hier geht er aufs Dach. Wollen wir aufs Dach, oder? Nur, wir gehen erstmal aufs Dach und dann in den Keller, ne? Wir haben ja Zeit. Ich meine, wir sind auf dem Wege. Wir sind auf dem Weg. Wir sind überhaupt kein Stück abseits, Freunde. Macht euch da keine Sorgen. Wir sind ja noch auf dem Weg. Ich hab's nicht vergessen. Ich werde es auch nicht vergessen. Und ich habe Angst davor, diesen Roboter eines Tages zu treffen. Ich habe Angst davor, Todeskrallen eines Tages wieder zu treffen. Der Anfang war zwar cool mit der Todeskralle, wie sie da hin und her gehüpft ist, aber ich habe da schon einmal die Munition am Anfang reingesteckt. Ich frage mich, wo ich meine ganze Munition her habe, die ich momentan habe. Wir müssen die Skills auf jeden Fall erweitern, dass wir mehr Munition finden. Ansonsten sind wir arm dran. Der hat Kerne im Rücken. Oh, der hat Kerne im Rücken. Oh. So ist das also, ja? So ein Schlawiner bist du. Gartenterrasse. Hallo? Warum musste ich das erwähnen? Sie macht voll den Moonwalk. Ach du Scheiße, nimmst du überhaupt Schaden? Ja, ich... Soll ich einmal eine Munition da reinstecken? Ich muss eigentlich, ne? Ich will alle Todeskrallen töten, die ich sehe. Okay, pass auf. Wir gucken erstmal, ob wir irgendwas gegen das Viech ausrichten können. Bevor wir jetzt auch nur irgendwie daran denken, zu speichern. Jet. Medex bringt wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich gar nichts. Und Psycho. Chris, bin ich. Hilfe. Die greifen jetzt aber nicht die Todeskralle an, oder? Wahrscheinlich nicht. Okay. Wir müssen ihr Bein verkrüppeln. Aber wir speichern auf einem anderen Speicherstand, nicht auf Schnellspeicherstand.
Na, bist du verkrüppelt? Nee, bist du nicht. Ich kann nichts anderes machen. Und er bewegt sich von alleine hier raus. Kannst du mal bitte treffen? Wir haben hier schon die Hälfte an Leben abgezapft. Wir kriegen die hin. Warum musste ich das auch erwähnen, ey? Aha! Immer schön im Bauch. Weil ich gehört habe, ist das die Schwachstelle. Er ist umgefallen. Ich bin ein Genie. Ey, das ist meine Beute. Das ist meine Beute. The fuck? Habe ich jetzt die Erfahrung nicht bekommen? Dieser miese Pisser. Da klammert sich über meine Erfahrung. Kannst du dich eigentlich noch wehren? Oh, ihr Tante! Anscheinend schon. Das Leben spare ich mir, Freunde. Was ich aber nicht sparen möchte, ist, dass mir jemand die Erfahrung dafür klaut. Dass mir jemand einfach mal so den letzten Hit dem Typen verpasst. Nö. Machst du da überhaupt? Genau, schieß auf mich. Und nicht auf die Todeskralle. Hoffentlich steht das Viech nicht auf. Ich darf einfach nicht mehr reden. Es geht nicht, Freunde. Wenn ich etwas sage, dann passiert es. Es ist unheimlich. Warum? Okay, ich will nur die Erfahrung für dich haben, Dude. Er zieht jetzt die Wie war das? Ja, geht doch. Au! Haha, meine Erfahrung. Krass. Die kam hier einfach mal hochgeklettert. Oh. Hey, da unten. Die Erfahrung nehme ich mit. Geschenkt ist das. Ja, ich habe immer noch Psyche drin übrigens. Das ist der Grund, warum ich gerade so viel Schaden mache. Haben wir noch hier jemand? Ja, der Hund ist noch da hinten, ne? Geschenkt. Und der ist verwirrt. Und tot.
Ja, geschenkte Erfahrung, Freunde. Würde ich sagen. Ist hier noch irgendwo was? Was sich lohnt, würde abzuschießen. Gut. Dann hauen wir jetzt hier mal ab. Todeskralle ist tot. Ah. Ich bin ein Wahrsager, Freunde. Ich bin einfach nur ein Wahrsager und das... Ne, ich bin eigentlich kein Wahrsager. Genau das Gegenteil. Ich habe etwas gesagt und es ist passiert. Das ist kein Wahrsagen. Das ist... Keine Ahnung, ein Fluch. Ein Fluch ist das. Oh. Ich muss einfach noch cool bleiben. Wie ihr seht, ich habe alles unter Kontrolle. Verkrüppeln. Ich habe einen Beinrammler. Freunde, mit diesem Beinrammler, solange ich Munition dafür habe, ist alles Dufte. Alles ist Dufte. Nichts kann mir passieren, solange ich Munition habe für meinen Beinrammler. Einfach mal die Füße wegschießen und puff. Die Gegner werden so easy. Und ich sollte gleich mal im Bett nehmen und schlafen. Das haben die richtig gut umgesetzt, gerade für die Leute wie mich, die das Spiel gerne auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad spielen. Dass man da irgendwie mit Methoden entwickeln kann, Gegner Platz zu machen. Gerade die Starken. Gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, wenn ich jetzt abhängig bin. Ich bin's nicht. Okay, alles gut. Alles gut, ich bin nicht abhängig, ich kann immer noch so viel tragen. Dann gehen wir mal in den Keller, ne? Mal gucken, was da auf uns wartet. In den letzten Folgen ist wieder so viel passiert mit Marilok-Königin. Todeskralle. Worauf ich jetzt überhaupt gar nicht irgendwie Lust hatte, muss ich sagen. Also vom Damage her. Mein Damage ist ja nicht wirklich das Wahre, wo ich sagen kann, hey, oh, ich mach sie alle platt. Nee, kein Stück. Ich kämpfe hier immer noch mit meiner Munition. Ich bin draußen. Das Gute ist, ich habe alles schon umgebracht. Oh. Verstrahltes Blut ist immer gut. Und nicht nur, weil es sich reimt. Adrianas Einladung. Jamaican Plane-Flugblatt. Ja, nice. Was ist denn los hier? Fahrstuhl? Wir sind hier noch nicht ganz fertig, Freunde. Definitiv nicht. So kann man das halt nicht direkt lesen. Sagt dir was, ja? Wo sie vor dem Krieg all die Schätze versteckt haben. Wegen den Ghulen hat sie nie jemand gefunden. Sal stellt ein Expeditionsteam zusammen. Brauchen noch einen Scharfschützen. Bist du dabei? Falls ja, weißt du ja, wo du mich findest. Cool. Also, ich bin definitiv dabei, würde ich sagen, oder? Ja, auch? Ich glaube schon. So, dann war da das Flugblatt, ne? Die Schätze von Jamaica Plain. Bewundern Sie die großartigen Schätze von Jamaica Plain. Die unglaubliche Ausstellung ist nun eine Woche geöffnet. Dann werden die unbezahlbaren Ausstellungsstücke für alle Zeiten eingelagert. Erleben Sie dieses einzigartige Erlebnis mit Ihrer ganzen Familie. Ach, das kennen wir doch. Oktober 2077. Stimmt, das haben wir schon gesehen gehabt, ne? Wofür mich die Fahrstuhl hin? Hast du gefunden, Kleiner? Im alten Truck? Die automatische Pistole, wow. Das habe ich mir schon immer gewünscht zu Weihnachten. Mein Hund weiß halt, was ich mag. Auch noch automatisch, weißt du? Am Arsch, verzieh dich! Mach mir nie wieder Geschenke. Okay, schauen wir mal, wo uns das hinführt. Nach oben.
Und was soll ich jetzt hier? Ach, weiß was, scheiß drauf, dafür lade ich nicht. Oder vielleicht doch? Nee, nee, dafür muss ich nicht laden. Das erspare ich uns. Aber wir können hier raufgehen. Was auch immer das bringt. Ach, hier war das Dach. Ich hätte quasi easy die Todeskralle stehen lassen können und dann wäre ich hier hochgegangen und hätte ihn ertötet. Genau, ertötet. Das ist ein deutsches Wort, das wollte ich sagen. Weil ich bin ja auch ein Deutscher. Und Deutsche sagen deutsche Wörter. Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne Suche. Dann such mal, dann such mal. Was soll ich jetzt hier oben? Silver Short verloren. Ja, fahre ich damit nach oben? Ist ja crazy. Also, soll ich in die Richtung? Ich glaube nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Da ist irgendwo ein Geheimnis wahrscheinlich auf der anderen Seite. Okay, ich gebe es zu, Freunde, wir sind nicht mehr auf dem Pfad. Aber wir kommen wieder dahin. Fuck. Okay, jetzt erst recht, weil wir nicht mehr hochkommen. Sieht übrigens wunderschön aus. Wie das in der Luft schwebt. Ach shit, ich hab's vermasselt, Freunde. Ich hab's einfach vermasselt. Ich kann natürlich laden. Ich kann natürlich laden, aber ich möchte es nicht. Außerdem ist da ein Knopf. Gucken, was wir hier oben finden. Auch freut mich, ich liebe es einfach zu sehr, Geheimnisse zu entdecken und überall mal hinzugehen. Ich kann einfach nicht stur in eine Richtung gehen, das ist so unmöglich für mich. Gut, das Haus war kurz weg da hinten. Ich glaube auch, wir sind schon zu weit ab vom Schlag. Dass jetzt schon Todeskrallen kommen. Nein. Was soll das denn hier? Ohren mir wieder spielen Streich. Ich komme da gar nicht rüber. Es lohnt sich nicht, ihn umzubringen. Wenn ich nicht an die Munition komme, bin ich am Arsch. Ja, wow, der Wahnsinn hier, oder? Komm, laufen wir zurück. Karte. Nein. Haben wir uns heute eigentlich schon Silver Shroud angehört? Ich weiß es gar nicht, ne? Glaub nicht. Mal gucken, ob es noch eine Folge gibt. Das wäre cool. Dann machen wir das quasi wieder zum Abschluss, wie bei der letzten Folge. Da haben wir jetzt zuletzt reingehört, ne? Stimmt. Ich erinnere mich. Ach, Fallout macht einfach viel zu viel Spaß, als dass man sich irgendwie an Zeit richten könnte. Bei mir rennt die Zeit davon. Und wenn ich endlich das Geheimnis dieser Linie gelöst habe, dann können wir auch überall anders hingehen. Nur für den Fall der Fälle, dass irgendwas gleich passiert. So. Wo war die Linie? Und solange ich suche,
Straßen Bostons heimsucht, lauert ein Mann in den Schatten. Er beschützt die Unschuldigen, er bestraft die Schuldigen. Dieser Wächter ist Silver Shroud. Heute Mord auf dem Scully Square. Einfach diese Gasse hier entlang. Sieh an, sieh an. Da hat sich wohl jemand im falschen Stadtviertel verirrt. Kennen wir das? Ja, falsches Stadtviertel. Ich treffe mich hier nur mit einem Freund. Das geht Sie nichts an. Am besten rufe ich ihn mal an. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen. Nicht so schnell, du Schnösel. Deine Brieftasche und den schicken Aktenkoffer, den du da hast. Her damit. Sofort. Ganz bestimmt nicht. Haben Sie auch nur den Hauch einer Ahnung? Ach du meine Güte. Musste das jetzt sein? Ich weiß nicht, ich hab so das Gefühl, das kennen wir schon. Gesehen. Also ja. Willst du noch mal einsitzen? Also, sehen wir mal, was in dem flotten Koffer ist. Nichts! Nur Papiere! Kein Geld! Das ist wertlos! Och, schnapp dir seine Brieftasche! So ein feiner Pinkel muss doch was haben! Okay, okay, mal sehen. 20 Kröten, ein Führerschein. Ich war's hören, ja. Okay, sorry. Das sah so aus, als wären sie freundlich gewesen. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, als wären wir bei diesem Teil schon gewesen. Das kommt mir so bekannt vor. Wir hören uns das zum Schluss an und dann weiß ich das oh bestimmt. Mann. Das ging ja echt in die Hose. Weißt du, wer das ist? Verdammt. Warte, wenn das gleich der, wenn er sagt, das ist der Bürgermeister, dann hatten wir das schon. Wie die Bombe treffen. Ich will mir keine Sorgen machen müssen, dass da mir irgendwas um die Ohren fliegt. Ah, ich habe nur kurz geladen. Dreh mal jetzt nicht durch mit dem Speicherstand. Oh Mann! Das ging ja echt in die Hose! Weißt du, wer das ist? Ja, kennen wir schon, Bürgermeister Murphy. Was? Den Bürgermeister? Schade. War aber cool für zwischendurch. Sind sie alle tot? Ups, ich hab geschossen. Oh, habt ihr eure eigene Medizin gespürt? Tut mir schon fast leid. Sperrgranate brauche ich, danke. Und Bram mit Fleisch, danke. Nukleares Material. Ach schon, wahrscheinlich wegen dem Explodieren, ne? Das Hintertürchen, Freunde, das Hintertürchen. Wir nehmen einfach das Hintertürchen, da kann uns nichts passieren. Schade, das war's schon mit der Geschichte von Silver Shroud. Ich habe eigentlich gehofft, dass da mehr kommt, weil der meinte ja auch irgendwie, es gibt eine Milliarde Folgen davon. Hey da, kannst du mir helfen? Das wäre echt cool. Regen Hunger. Supermutanten. Warum Supermutanten? Jemand da? Nein. Terminal des Geschäftsführers. Protektorsteuerung. Aktivieren. Ja. Marktplatzberichte. Woche ab 8.8. Wöchentlicher Absatz, ja, das ist eigentlich unwichtig, ne? Sitzprotokoll der Freiheitsvereinigung. September. Ja, nee. Und ganz langweiliger Kram, weißt du? Von Peter van der Wiel am Januar 1742 errichtet ist die van der Wiel Hall seit 3 Jahrhunderten das Herz der Stadt Boston. In der Versammlungshalle wurden Reden und Debatten gehalten, von den ersten Patrioten bis hin zu den modernen Präsidenten. Und der Van Wiel Marktplatz ist eine Handelsoase im Zentrum von Boston, modernem Geschäftsviertel. Bitte nehmen Sie sich Zeit, erkunden Sie das Gebäude und besuchen Sie unsere Händler. Denjenigen unter Ihnen, die sich für Kunst interessieren, wird der goldene Grashüpfer sicherlich gefallen, der auf der Wetterfahne oben auf der Kuppel zu sehen ist. Für all diejenigen unter Ihnen,
die dem Freedom Trail folgen. Ja, das bin ich. Ist das Reverse House in North End die nächste Station? Was? Wer da sein? Gut zu wissen. Blöde Geräusche. Heute kein Kampf. Kassierschlüssel? Ach so. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Coca-Cola. Das ist nur so ein Schlüsselband dafür. Heilige, guckt euch die Map an! Halte durch, mein kleiner Freund. Ach du Scheiße! Lage normal. Recht und Ordnung sind wiederhergestellt. Du hast einen getötet? Also wahrscheinlich mehrere Protektons jetzt unterwegs, ne? Sehr nice. Das gefällt mir. Ich bloß wüsste, was das für eine Waffe ist. Du kämpfen, Feigling. Hier haben wir einen Fahrstuhl. Wollen wir einen Fahrstuhl benutzen? Ich glaube, das wäre ziemlich krank, ne? Oh, wie viele Protektons auf meiner Seite sind. Ja. Ich wusste, dass das Hintertürchen gut ist. Ein legendärer Supermutant war das. Ein Supermutanten-Beast sogar. Oh, Chance von 10%, einen Nahkampfangreifer beim Treffer zu entwaffnen. Ja, aber nie. Wäre das ein Fernkämpfer? Ja, aber nicht ein Nahkämpfer. Du da sein, nicht verstecken. Gut, dass wir sie aufgeweckt haben. Hätte gut nach hinten gehen lassen können. Mit dem legendären. Das Geräusch da! Was soll das sein? Protektons sind das. Geräusch? Ich höre ein Zeug, das gar nicht da sein. Töten. Warum? Warum wirft er eine Granate? Ah, wir gehen raus. Warum hat er eine Granate geworfen? Aber Freunde, das ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass wir rausgegangen sind, denn die Folge ist ja vorbei. Freunde, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge und dann werden wir die Halle ein bisschen untersuchen und gucken, was wir da so Schönes finden. Wir sind ja anscheinend kurz vor unserem Ziel, beziehungsweise das hier ist nur ein Halt unseres Ziels. Ups. Ich weiß nicht, warum ich das hier jedes Mal aus Versehen mache. Und dann geht's ja weiter. Habt ihr hier noch irgendwie Munition oder so? Ach, ich bin wieder hier hinten. Gut, bis morgen. Tschüss.